So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier in Total War Three Kingdoms mit Liu Hong. Und ja, wir stehen hier in einer neuen Schlacht zu Beginn einer Session, was ja gar nicht mal so selten ist, weil ich ganz gerne diese Schlacht nutze, um eine Session zu beenden, einfach aufgrund der Spielspeicherung. Und zuletzt hatten wir hier mit unserer Armee von Yuang Shao eine Armee von Beigong Buyu angegriffen, nahe Nansheng. Die befindet sich aktuell auch im Marsch, das ist für uns ganz gut. Und wir haben auch hier die Möglichkeit, den Nachtangriff zu aktivieren. Das machen wir natürlich auch sofort. Und reduziert die Moral um 15 Punkte. Das nutzen wir mal eben. Ja, an sich bin ich zwar kein Freund von Nachtkämpfen, weil man halt nicht so viel sieht, aber ja, wenn man jetzt trotzdem nicht die allerbesten Chancen hat, wir sind hier, naja, nicht unterlegen, aber in etwa gleich auf, dann kann man das schon tun, weil diese 15 Moralpunkte da einen Unterschied machen. Ich spiele natürlich auch lieber Taggefechte, weil man einfach ein bisschen mehr Farbe sieht dann, aber nun Gott, so ist es eben. So, wir stehen auch genau auf dem Fluss jetzt hier, wo das Gefecht stattfindet. Und da sind wir auch, okay. Super, wir haben aktuell Winter. Ja, Wintergefechte mag ich eigentlich schon. So. Dann stellen wir unsere Truppen auf. So, haben wir hier unsere schönen Ballisten. Mit schönen brennenden Geschossen. So, haben wir ja viele Bogenschützen. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Bogenschützen, aber solange ich auch entsprechend Kavallerie in der Armee habe, ist mir das natürlich relativ egal. So. Achtung, Krieger! Aber hier fehlen schon noch einige Fernkämpfer. Wir haben hier wirklich wenig Fernkämpfer in der Armee. So, dann kommen nach vorne unsere etwas schwereren Infanterieeinheiten. Die Axteinheiten kommen auf die Flanke. Bereit machen! Und dann haben wir noch die Kavallerie. Kavallerie bereit machen! Die packe ich erstmal in den Wald, wobei das mit dem Verstecken nicht so gut klappt. Nee. Machen wir so. Duelle deaktivieren und los geht's. Ich pack die mal alle in eine Formation oder in eine Gruppierung und dann warten wir mal ein bisschen. Ich schicke sie mal nach vorne, dass sie schon ein bisschen schießen kann. Sie hat ja einen Bogen. Hauch und Wind. Beeilt euch! Im Laufschritt! So, ich muss sagen, das ist echt. Also, gerade in Three Kingdoms ist natürlich die Landschaft echt eine richtig, richtig tolle. So. Ich muss sagen, das passt auch echt richtig gut gerade hier mit dem Gewand. Und warum ich aktuell in Three Kingdoms allerdings keine Screenshots machen kann, weiß ich echt nicht. Warum das nicht geht. Ich meine, das Steam Overlay. Ach gut, das Steam Overlay ist, glaube ich, deaktiviert. Daran könnte es liegen. Daran könnte es liegen. So. Marschiert schnell! Wir sind schon mal in Reichweite. Und wieder einen erwischt. Ich muss sagen, es ist aber auch realistisch, dass es nicht allzu viel Schaden macht hier mit dem Bogen, sondern immer so ein, zwei Kills maximal. Was auch schon eigentlich ziemlich viel ist, weil es ist ja einfach nur ein ganz normaler Pfeil, ne? Aber manchmal macht es auch mehr Kills, ne? 11. 12, 13, 2 Kills. Ja, manchmal macht es auch zwei Kills, das Ganze gleich. Ja, von daher ist so ein Bogen jetzt natürlich ganz nett, aber ja, jetzt nicht gerade kampfentscheidend, wenn man am Anfang so 40 Kills macht. Gegen Helden ist es schon ein bisschen effektiver, weil der Bogen ja auch relativ viel Schaden macht. 1500 Grundschaden, 880 rüstungsdurchdringenden Schaden. Ja, ich ziehe trotzdem mal auf die anderen Truppen hier. In der Regel aber auch viel Schaden, weil sie keine gute Rüstung haben. So. 50. Im Laufschritt! Schnell ausrücken!
Ja, trotzdem sind auch die Strategen nicht zu unterschätzen mit Kämpfer. Gerade wenn es darum geht, dass die ihren Angriffsbonus nutzen. 34. Aber 13.000 Leben ist natürlich ein Unterschied, ne? 13.000 Leben ist natürlich nicht viel. Wenn ich hier mal Yuang Shao anschaue, der hat 23.000, also... Und das ist auch noch relativ wenig, muss man dazu sagen. So, er dürfte eigentlich gleich in Reichweite kommen. Aber ich habe gerade meinen Spaß mit der Strategin. Mit Yuang Shao werde ich allerdings besseren Spaß haben, weil Yuang Shao ja auch einen besseren Rüstungswert hat mit 70. Die feindlichen Krieger rennen! Und er hat hier, das Schöne ist, er hat in der Armee keine Kavallerie. Doch, er hat Kavallerie, die setzt aber kaum ein. Kavallerie wäre sonst wirklich eine Gefahr. Kavallerie ist eigentlich die größte Gefahr für Helden. Und andere Helden natürlich. Achtung, Krieger! Schnell ausrücken! Schnell ausrücken! Aufpassen! Okay. Halt, kann nicht schießen. Erst wenn die Infanterie in Reichweite kommt. Aufpassen! Eure Zeit ist gekommen! Ruhe! Achtung, Krieger! So, es wird Zeit zu schießen. Antreten! Jetzt. Eure Ziele. Jetzt! Lasst Geschosse auf sie regnen! Da bitte drauf schießen. Armbrustschützen! Ihr habt eure Ziele. Haltet euch bereit! Feuer! Bereit! Ja. Genau da will ich nämlich reinschießen. Sie rennen, Feige! So gefällt mir das. Oh ja, das macht... eine Menge Schaden. Oh, da fliehen sogar schon einige Einheiten. Ja, Massenpanik. Also dadurch kann man auch die Moral reduzieren, wenn man dann noch in einem Nachtkampf hier das Ganze spielt. So, wir müssen natürlich auf die Einheiten zielen, die vorne hier stehen. Für die anderen Einheiten könnte ich auch mal die Kavallerie nutzen. Die hole ich schon mal nach vorne. Die werden höchstwahrscheinlich wieder zurückkommen. Bereit machen! Aber die Moral ist nicht wirklich hoch. Gerade hier im Nachtkampf, also... Jetzt noch unsere Schützen da schießen. So, die werden sich hier nach und nach versammeln. Vergesst dafür hole ich nicht, wer euer Feind ist. Wappnet euch! Wappnet euch! So, die mittelschwere Kavallerie schicke ich... Ja, cool. Es sei denn, er macht keine Anstalten, mich hier einzuholen. Einen Schritt näher am Sieg! Bereit machen! Gut, aber die wenigen Fernkämpfer, die wir haben, die reichen völlig aus, um sich hier den Feinden anzunähern. So, verfolgen bitte! Na, das sieht doch gut aus. Unser Sieg rückt immer näher. Also hohe Verluste muss ich nicht erwarten. Ich würde aber trotzdem mal meine anderen Kämpfer nach vorne, weil die Helden natürlich nicht ganz so schnell fliehen werden. So, das wird eine Schlacht mit sehr geringen Verlusten. So, bitte hier verfolgen. Ja, ja, braucht da nicht, dass die wiederkommen. Ja, die sammeln sich jetzt nämlich nach und nach wieder. Aber das ist nicht das Problem, da reiten wir einmal rein und dann fliehen die wieder neu. Sollten sie zumindest. Ja, so, aufpassen, das ist die Miliz. So, meine Helden sind jetzt hier im Kampf. Ja, die G-Miliz ist tatsächlich nicht ohne. Dann geht er mal raus. Gegen die G-Miliz mit leichter Kavallerie zu kämpfen ist auch nicht gerade die beste Entscheidung. Unser edler Kamerad wurde angegriffen! Jetzt fliehen sie wieder, oder wie? Okay. Naja, die Truppen sammeln sich dort jetzt nach und nach wieder. Ich würde sagen, wir... sollten die schon fighten mit unserer Kavallerie. Aber ich verfolge erstmal die Einheiten, die hier völlig auf der Flucht sind. So, ich kriege gar nicht mal so wenig Schaden gerade, aber... Gut, sein Held ist auch ziemlich gut. Der hat 67% Nahkampfabwehr. Was hat er denn für eine Waffe?
Hat der so eine hohe Nahkampfabwehr? Achso, der hat irgendeinen Effekt aktiv gehabt anscheinend. Achtung, Krieger! Angriff! Schlag zu! So. Ja, ich würde sagen, wir reiten mal mit den schnelleren Einheiten hier den fliegenden Truppen hinterher. Ich weiß gar nicht, wann die Map Border kommt, aber die sollten wir schon noch alle erreichen. Also hinterher bitte. Ich denke mal, drei Einheiten sollten ausreichen. Ihre Einheit flieht, Feiglinge! Und die zwei Einheiten nutzen wir, um ihn einzuholen. So. So, die mittelschwere Schwertkavallerie hole ich auch mal dazu. Angriff. Ja, sehr schön. So, die Helden schnappen wir uns noch. Unserer sollte da schneller sein. Ja, unserer ist ein ganz kleines bisschen schneller. Sehr schön. Jürgen, schau, hat hier schon Probleme mit dem. Mit dem Helden hier. Okay, jetzt, aber jetzt flieht er auch. Okay, jetzt haben wir eine Massenpanik und jetzt kann ich hier auch die anderen Truppen verfolgen. Ja, dann reiten wir mal hier hinterher. Hier gibt es noch viel zu verfolgen. Und Sieg. So, alle haben hier einen Auftrag. Das sieht doch gut aus. Es ist soweit! Kavallerie aufsteigen! Aufpassen! Ja, ich spule ein bisschen vor. Na, das dauert eine Weile, bis man die hier verfolgt. Das dauert eine Weile, braucht man einfach ein bisschen Zeit. Ah, hier kommt die Map, hier kommt die Map Border, okay. Daher. Na, ein paar Einheiten kommen davon. Kann ich nicht viel machen. Gut. Aber ich habe mein Bestes gegeben hier beim Verfolgen. Und ich würde sagen, wir beenden das Gefecht in einem entscheidenden Sieg. 4, 8. Also, ich denke mal, so 20, 30 Mann haben wir verloren. Aber das ist aber ein sehr gutes Verlustverhältnis. 23 Mann zu 1500. Okay, das ist echt ein ziemlich gutes Verlustverhältnis. Was ich trotzdem nicht verstehe, ist das mit der kaiserlichen Gunst. Warum wir da was verlieren können. Die lassen wir frei. Es scheint das Beste zu sein. So, und da die Armee sowieso fast vollständig aufgefrischt ist, nehmen wir hier das Einkommen. Ich ziehe mich jetzt ohnehin nochmal zurück. Nutzen für Sie vorstellen. Oder ziehe ich mich zurück? Oh, ich habe eine bessere Idee. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich es, glaube ich, langsam. Als ich in der letzten Runde hier stand, hatten wir ja, wurde uns ja angezeigt, dass wir die Stadt nicht erreichen. Das hat anscheinend damit zu tun gehabt, dass die Armee im Weg stand. Jetzt ist es aber so. Wir hatten ja, als wir die Armee angegriffen hatten, glaube ich, irgendwie 57% Bewegungsreichweite noch über. Das reicht also wirklich noch aus, um in dieser Runde die Stadt anzugreifen. Das heißt, wir werden die Armee nochmal verfolgen. Und dadurch locken wir sogar noch die Garnison aus der Stadt raus. Durch mein Blut fließt der Adel. So. Soll ich das delegieren? Ich delegiere es mal. Ich hoffe mal, dass wir nicht mehr als 200 Mann verlieren. So. 500 wären wir jetzt schon zu viel. Und? Okay, 200 Mann, das ist in Ordnung. Meiner Macht. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, das können wir relativ fix wieder regenerieren. Und die nächste Armee, die ist, glaube ich, hier relativ weit entfernt.
So, wir erobern jetzt die Stadt Nansheng. Und das ist eine Komturei-Hauptstadt, man sieht das nur aktuell nicht, weil ja, die Stadt keine Mauern hat aktuell. Die werden wir aber zügig dann ausbauen. Das werden wir dann hier als Machtzentrum nutzen, um dann in Richtung Chang'an vorzustoßen. Unter meiner Herrschaft wird sie aufblühen. Genau, und das können wir jetzt als Vorstoßort nutzen. Richtung Chang'an. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen hier. Gongdu ist ja nach wie vor in der Nähe. Und ja, das ist natürlich gefährlich. Und wenn ich, das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Weil ich gerade überlegen muss. Ich meine, gut, wir haben die Stadt Huchang nicht. Das heißt, wir haben hier keine durchgängige Verbindung. Ich kann das ja nochmal zeigen hier aus der Übersicht. Diplomatie sieht man das gut. Wir haben aktuell keine Verbindung zu diesem Gebiet. Wenn wir es aber schaffen, dieses Gebiet hier zu besetzen, also Hongnong zurückzuerobern, so wie den Wu-Pass, dann haben wir hier eine Verknüpfung und dann können wir mit weiteren Fraktionen handeln. Das wäre dann zum Beispiel Lujiang. Das wäre dann zum Beispiel auch Qingshang. Das würde also enorm hohe Handelseinnahmen mit sich bringen. Wir können mit Mateng handeln. Also das sollten wir durchaus probieren. Das sind drei, wenn nicht sogar vier potenzielle Handelspartner. Vielleicht geht es auch jetzt schon. Ich denke aber nicht, weil wir die Verbindung noch nicht haben. Ne, wir haben sie noch nicht. Dass sich nämlich die kaiserliche Armee, sobald wir sie dann zurücktransportiert haben, dass die sich darum kümmert, erstmal in Luoyang aufzufrischen. Das kann sie ja beim Durchqueren von Luoyang nutzen, diese Verstärkungsrate. Auf dem Weg Richtung Hangu-Pass werden dann neue Rekruten angeheuert. Und dann schicken wir diese Armee auf Hongnong, wie auch auf den Wu-Pass. Dann hat die was zu tun und kann sich jederzeit wieder schnell auffrischen in der Region. So. Ja, aber wir müssen sie eben erstmal zurückschicken. Und hier kommen schon wieder neue Truppen des Feindes an, also... Ja, und die Schlacht wollte ich auch noch spielen. Genau, die Schlacht wollte ich in dieser Runde auch noch spielen. Ich erinnere mich. So, Yuan Shao ist gierig geworden, das ist nicht gut. Aber solange er kein Verwalter ist, ist alles gut. Erhöht den Wunsch nach einem höheren Amt. Wer zwei Kaninchen jagt, fängt keines. Diese Person würde es dennoch versuchen, wenn sie die Möglichkeit bekäme. Ich verstehe gierig allerdings eher im Zusammenhang mit, finanziellen Mitteln, als jetzt, wenn es um Nahrung geht. Gierig. Bringt mir den Schweinebraten und dann noch einen. Das ist für mich gierig. Ja, wir haben den weißen Hengst erhalten. Der Auftrag wurde erteilt. Und den Feind im Gefecht getötet. Ja, das ist schon, wir haben dann Nansheng erobert. Die kommunalen Werkstätten reiße ich aber auch hier wieder ab und wir werden das erstmal landwirtschaftlich ausbauen, das Ganze. Zudem werde ich hier gleich mal die Kleinstadt bauen. Da gibt es dann auch Mauern und gleich ein paar mehr Garnisonseinheiten. Der Sieg ist mein Geburtsrecht. Und die öffentliche Ordnung ist wirklich überall perfekt. Nahezu perfekt. In Lin haben wir eine Ausnahme, weil dort viele feindliche Truppen in der Region stehen. Und in Bihai genau, gilt dasselbe. Ich sehe gerade, die könnten eventuell Jimao angreifen. Das Gefecht würde ich aber tatsächlich spielen. Die Kommandanten sind sehr stark angeschlagen. Die Garnison ist jetzt auch nicht ultra schlecht. Das würde ich tatsächlich spielen. Es sind auch viele Bauernkrieger mit dabei. Ja, so sieht es nämlich aktuell aus. Wir sammeln gut Einfluss. Bin gespannt, was passiert, wenn wir den Einfluss auf das Maximum erhöhen. Ob wir dann einen Bonus bekommen auf die öffentliche Ordnung. Bin ich mal gespannt drauf. Nächste Runde haben wir auch wieder dann einen neuen Fraktionsrat, wo wir uns wieder entscheiden können für eine Fähigkeit. So, der bekommt mittlerweile auch Verschleiß. Auch das ist eine gute Nachricht. Gut, in Wangxiang habe ich mittlerweile eigentlich keine Bedrohung mehr. In Shangyong haben wir ebenfalls Mauern zumindest derzeitig. Ja, mir gefällt das auf alle Fälle gerade. Also die Entwicklung ist wirklich fantastisch für unsere Fraktion. Und ich denke mal, der Krieg wird sich auch nach und nach hier zu unseren Gunsten entwickeln im Norden. Und
Wie viel Bevölkerung haben wir hier? 289.000. Okay, das macht keinen Unterschied. Ich schicke die Armee aber schon mal in die Nähe, weil ich will die ja fließend auswechseln. Dann die kaiserliche Armee wird nach Osten ziehen. Und ja, dann schicken wir sie so weit es geht in das Gebiet rein. Das gilt es zu reinigen hier. Überall die roten Punkte rauszubekommen. Im Süden ist es aktuell ziemlich überschaubar. Hier gibt es schon wieder neue Rebellen. Schalling. Okay, die sind aktuell noch zu schwach. Und ich sehe gerade, das Han-Kaiserreich hat... Ne, das ist nicht das Han-Kaiserreich. Sun Jian hat hier viele Gebiete aufgebaut im Süden. Viele Ruinensiedlungen besetzt. Unsere Einnahmen aus Tributstaaten ist aber auch, sind gesunken. 9.700 haben wir da aktuell. Wenn ich jetzt mal auf Diplomatie gehe... Ja, das Kaiserreich ist aber immer noch gewaltig. Ne? Aber der Norden bröckelt. Der Norden ist in Gefahr. Der Norden ist in Gefahr. Meine Klinge ist bereit. Ressourcen erforderlich. Werkzeuge. Okay. Einige Gebäude erfordern Ressourcen, um richtig bewirtschaftet werden zu können. Achso, das Gebäude wäre an sich noch besser. Windfegewerkstätte. Ach, wir haben schon die Windfegewerkstätte. Wir kriegen aber nicht den maximalen Bonus, sondern nur 50% Nahrungsproduktion. Wir müssen uns Werkzeuge beschaffen. Das sehe ich jetzt. Er sieht sich zum ersten Mal, dass da was dranhängt. Ab wann braucht man denn die Werkzeuge? Ab der Werkzeugverteilung für Bauernhöfe. Ja, das ist schon eindeutig, ne? Die Gebäude wären deutlich effektiver mit den Werkzeugen. Ressourcen werden unter Fraktionen geteilt und können mit Hilfe von diplomatischen Handelsabkommen gehandelt werden. Vielleicht gelingt uns ja durch ein Handelsabkommen, das zu verstärken, weil das würde unsere Nahrungsproduktion natürlich in die Höhe schnellen lassen. Wie machen wir das jetzt? Tja. Ich kann ja mal gucken, wo gibt es denn Ressourcen? Ich kann das ja mal sortieren. Nach... Nahrung, kann man das nach Ressourcen sortieren? Besitz. Wohlstand. Nee. Schade. Also Ressourcen sehe ich nicht, aber ich meine, Werkzeuge sind jetzt auch nicht die seltenste Ressource. Ich kann das ja hier sehen. Ich sehe ja an diesen Symbolen, wo es Werkzeuge gibt. Werkzeuge. Ackerland. Rüstungsbauer. Okay, hier sehe ich tatsächlich aktuell keine Werkzeuge. Waffenbauer. Werkzeugmacher, hier. Achso, okay, wir handeln ja schon mit dem HMK. Sag ich, das Handelsabkommen läuft aber aktuell nicht, weil das blockiert ist. Warum auch immer das blockiert ist, wo ist denn deren Hauptstadt? Das sehe ich doch im Diplomatiebereich, oder? Die Hahn sind ganz weit unten. Hier. Nee. Sohua, Xiaoxindi. Wo sehe ich deren Fraktionshauptstadt? Ich muss noch einen Punkt suchen. Han-Kaiserreich. Also
Das sind die Sterne für Sa Sa und San Jian. Mann, ernst, wo ist die Hauptstadt der Han? Ich sehe sie gerade nicht. Aber es wäre natürlich wichtig zu wissen, warum und wo die blockiert wird. Vielleicht könnte man da sogar helfen. Okay. Naja, aber die Han haben jedenfalls Werkzeuge. Und wenn wir mit den Han, wenn dieses Handelsabkommen wieder läuft... Ja doch, hier ist sie doch, die Hauptstadt. Xiangyang. Da haben wir sie. Da haben wir sie doch. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum das Abkommen nicht mehr läuft. Es gab mal eine Verbindung, als sie Hongnong besetzt hatten. Wenn wir Hongnong zurückerobern, werden auch die bestehenden Handelsverträge hier mit Yuan Yi und dem Han-Kaiser wieder erneuert. Das heißt, wir müssen unbedingt Hongnong zurückerobern. Das würde schon sehr, sehr vieles bewirken und dafür möchte ich ja auch meine kaiserliche Armee zurückschicken. So. Genau das ist ja der Plan. Dann würde ich vorschlagen, ich verabschiede mich hier erst einmal von euch. Das nächste Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen länger werden. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge und macht's gut.